Ich bin hier in einem der zahlreichen Innenhöfe des Palazzo Ducale von Mantova. Diese Türme habe ich in dem anderen Video von außen zeigen können. Hier wird etwas aufgebaut für das Literaturfestival, für das in den nächsten Tagen hier inzwischen 20.000 Eintrittskarten verkauft worden sind. Ich möchte noch mal ganz kurz hier einen anderen Innenhof zeigen. Diese gesamte Anlage, die eigentlich auch als Museum und Kunstausstellung und so weiter normalerweise zugänglich ist, ist weitgehend wegen der Erdbeben Terremoto am 29. Mai 2012 so sehr beschädigt, dass es alles geschlossen ist. Man kauft dann ein Billett und geht hier durch zwei Räume. Dies ist ein Innenhof mit Pferdeställen. Die Gonzaga, wie gesagt, hatten die Ferrari-Pferde überhaupt von Europa. Mit dem Ende der Familie Gonzaga hat auch die Pferdezucht hier aufgehört. Ich habe eigentlich gedacht, man könnte hier noch in irgendein Gestüt gehen und was Schönes sehen, aber das ist nicht. Also Innenhof, irgendwas mit Barbara, Heilige Barbara, Piazza San Barbara heißt das hier. Und ich wollte nur zeigen, dieser Turm ist weitgehend hinfällig und die Laterne da oben, also dieses runde Aufsatzstück, das war abgestürzt und zwar hier mehr oder weniger in den Hof, ohne etwas kaputt zu machen. Hat auch keinen erschlagen, aber das ist am 29. Mai runtergekommen, hat das da oben schon neu gebaut. Man sieht jetzt die Gerüstfassung, dass da die überhaupt gearbeitet werden kann. Und hier Gerüste, so sieht das aus jetzt im Moment, wo es quasi nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die sieht alt aus. Also angefangen im Jahre 1100, das ist jetzt fast 1000 Jahre alt, diese ganze Geschichte. Und am Ende, dieses grüne Licht, das ist dort, wo man dann am Wasser um die Wasserburg herumgehen kann. Straße Richtung Verona Autobahn. Ja, man hat auch in diesen ganzen Anlagen römische Antike, die ja bekanntlich auf die griechische Antike zurückgeht, Figuren und so weiter. Da oben diese Balustren sind eigentlich auch schon antike Vorformen, also diese senkrechten, tropfenartigen Teile des Geländers. Und dieses würde ich hier stilistisch als Barock ansprechen. Barock im Sinne von Hochrenaissance, wie es beispielsweise Michelangelo in Rom entwickelt hat oder in Florenz. Barock bezieht sich dann auf ein Haupttor, einen Mittelpunkt einer Architektur, während die Renaissance immer in der Horizontale orientiert ist und Türen und Fenster und so weiter gleichwertig erscheinen. Und jetzt gehe ich noch kurz an die Türen dort, weil das so ein schönes altes Holz ist. Und dieses hier, diese Art von Pflasterung hat die gesamte Innenstadt von Mantua. Wer gute Füße hat, kann da gut gehen. Wer schlechte Füße hat, kann schlecht gehen. So. Also, hier. Altes, neues Schloss natürlich, aber die alten Beschläge. Alte geschmiedete Nägel. Der Turm fällt jetzt nicht um in Mantua. Danke für den Aufruf.